Kennst du das? Du bist in einem dunklen Raum oder es wird gerade dunkel und du reparierst irgendwas, hast eine Taschenlampe dabei und ja, die Hände voll, weil in einem hast du die Schraubenzieher, dann an die Zange. Und wie hältst du jetzt die Taschenlampe fest, wenn die nicht gerade magnetisch ist oder du keinen Platz dafür hast? Steckst du dir in den Mund, hängst du dir in der Nase, keine Ahnung, oder an der Brille? Es ist einfach nervig. Ja, und genau deshalb habe ich mich gefreut, dass heute Amazon geklingelt hat und ich diese Stirnlampe mir besorgt habe. Das ist nämlich, wenn ich richtig gesehen habe, nicht einfach so eine fette Stirnlampe, wie viele haben. Nein, die soll relativ flach sein, hat ein langes Licht über die Stirn. Ja, und wie gesagt, ist wohl nicht so sehr hinderlich wie diese Riesenteile. Ich bin gespannt, die gucken wir uns jetzt zusammen an. So ausgepackt und hier ist das gute Stück. Eine Anleitung in Deutsch ist mit dabei. Das finde ich auch ganz gut so, weil, jetzt guck dir das mal an, ich krieg schon Angst. Ich brauche die Anleitung, um die zusammenzubauen. Ich bin gespannt. Ich habe mich gerade noch mal belesen. Ich brauche keine Angst haben. Hier ist nichts mit zusammenbauen. Nein, ich habe ein Zweier-Set gekauft. Das ist ein Zweier-Set Lampen. Das ist einfach der Hammer. Ich bin begeistert. Ja, ein Zweier-Set Lampen. So, hier sind irgendwelche Häkchen dabei, wo man das anhängen kann. Und USB-C, das finde ich super. Nämlich zum Aufladen der Lampe. Hier. Hier ist ein USB-C-Anschluss. Einfach ran, 3 Stunden aufladen, dann ist die voll. 2 Lampen, 2 Kabel. Ja, und dann geht es jetzt auch schon los mit der Testerei. Jetzt kannst du mal sehen, was ich vorhin meinte mit der Stärke der Lampe. Das ist wirklich nur ein LED-Streifen. Guck mal, nicht so ein Pocker hier dran und ein Seitenlicht ist auch noch da. Und genau das ist das, was ich meine. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Ja, jetzt kann man darüber diskutieren, dass man das nicht drehen kann großartig. Ja, nach unten oder so, das ist ein Argument. Hier geht es aber hauptsächlich darum, überhaupt irgendwie ein Licht zu haben, ohne dass das stört. Auf jeden Fall, was verspricht uns der Hersteller noch? Erstmal haben wir hier 230 Grad Licht laut Hersteller. Hier haben wir noch eine extra Lampe. Das Teil ist wasserdicht komplett. Insgesamt hat das 6 Lichtmodi. 3 hier und 3 hier, denke ich. Ja, satte 2000 Lumen Lichtstärke oder Lichtausbeute hast du hier. Und eine absolut tolle Funktion, nämlich eine Hands-Free-Funktion. Das heißt, du brauchst hier nur den machen. Das Ding erkennt deine Bewegung und schaltet das Licht wohl ein. Und genau das teste ich jetzt mal aus. Gut, dann geht's jetzt los. Der hintere Schalter ist der für Ein- und Aus und der vordere für Hands-Free, also für die Hand-Frei-Funktion. Ich fange jetzt mal an. Ich drücke mal durch. Achtung. Zack. Ja. Ich weiß nicht, ob... Ja, das muss man dann wirklich draußen testen. Das werde ich gleich im Dunkeln nochmal tun. Achtung. Ich drücke drauf. Jetzt wird's wieder dunkler. So. Und das ist die Seitenlampe. Ja. Haben wir alles dabei, würde ich sagen. Perfekt. So, jetzt drücke ich mal hier vorne drauf. Jetzt haben wir wohl... Leuchtet da irgendwas? Ich glaube, ich muss noch mal lesen, oder? Warte mal. Oder muss ich erst anschalten? Warte mal, ich schalte erst mal an. So, jetzt hier. Und jetzt? Ah! Ah, guck, es geht. Handfreie Funktion. Zack. Zack. So, das Gleiche. Guck mal, hier leuchtet jetzt auch die grüne Lampe. Daran kann man erkennen, dass es aktiv ist. Jetzt schalte ich es mal aus. Jetzt mache ich das mal mit der Seitenlampe. Genau dasselbe Spiel. Geht auch. Sehr schön. Wie du unschwer erkennen kannst, ich bin draußen, wie versprochen. Und jetzt teste ich mal die Lichtausbeute der 2000 Lumen. Achtung. So. Wow. Ja, das geht schon. Warte mal, ich drehe mal die Kamera um. Und ich denke, man kann gut was sehen, oder? Das ist doch schön. So muss das sein. So, jetzt schalte ich mal durch. So, jetzt ist aus. Ist wieder an. Jetzt etwas weniger. Das ist immer noch das obere Licht. Ja, oder? Nein? Ach nein, das ist die Seitenlampe. Das ist die Seitenlampe. So. Seitenlampe aus. Seitenlampe an. Stirnlampe an. Stirnlampe halbes Licht. Ja, das war's. Ich bin wieder drin und ich bin begeistert. Leute, ich erinnere nochmal. Ich habe 2 davon. Das ist super. Also einfach großartig. Für mich ist genau das die Lampe, die ich haben wollte. Hier kann ich sagen, eindeutig Daumen hoch. Die bekommt von mir satte 5 Sterne. Großartig. Ja, und wenn dich diese Stirnlampe auch interessiert, du die auch haben möchtest, dann weißt du ja Bescheid, hier oben in meinem Profil, in meiner Bio, da ist ein Link, einfach draufdrücken und dort findest du alle meine getesteten Produkte und auch diese beiden schönen Lampen. Ja, und jetzt bist du dran. Auf geht's in die Kommentare. Schreib mir mal deine Meinung über diese schicken Stirnlämpchen. Und dann sei so lieb, hinterlass mir ruhig noch ein Like, das würde mich natürlich freuen. Und wenn du mehr von meinen Produkttests sehen möchtest, dann musst du mir auch noch folgen. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.